Yeah. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Weihnachtsmann! Du kannst reinkommen! Hallo! Weihnachtsmann, komm rein! Bist du Robert? Ja! Warst du auf Toilette? Naja, in deinem Alter ist heute ja. Ich gab Sauerkraut zum Abendbrot, ich hab's gerade verspürt. Okay. Hier. Wenn ich meine Rentiere hier draußen stehen lasse, ist das okay? Das ist völlig okay. Die können sich hier auf der Wiese. Könnt ihr sich betun? Komm rein. Wir haben nämlich, wir müssen los. Sehr gut. Weihnachtsmann. Ich bin gerade hier über Nordpol geflogen. Da war noch schöne Sonne. Ja. Aber hier ist ja echt dunkel bei euch. Du hast ja echt viel zu tun. Ich habe gerade festgestellt, wir haben hier so ein bisschen Licht gemacht, weil ich dachte, ich mache es dir ein bisschen gemütlich mit so einem Kerzenschein. Ich sehe zwar jetzt tatsächlich nie so wirklich viel. Warte mal, ich muss mal hier Lüftung irgendwas anmachen. Keine Ahnung, kommt hier was raus? Wollen wir lieber die Rentiere nehmen? Ja, das sieht ja hier schon. Wenn es knallt, noch einen Meter. Ah, so. Hast du Kerzen in deinen Scheinwerfern stehen hier oder gibt es hier auch Licht? Hier gibt es kein Licht. Hier ist alles wie es ist. Kein Licht. Das Auto, denke ich mal, das wird so alt sein wie du. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kupplung, Scheiben. Gegen mich ist das Auto blutjung. Blutjung! Ah, Weihnachtsmann, es ist total schön, dass ich dich jetzt wieder abholen kann. Und wir zusammen, das haben wir uns ja so überlegt, dass wir zusammen nach Radebeul Ost und West fahren und dort Jugendliche mit ein bisschen. Haben wir ja letztes Jahr schon abgesprochen. Wenn ich immer sage, geht los, dann geht's auch los. Das ist gut. Ne? Das ist gut. Da wird nie gequatscht, sondern da geht's los. Ja. Oh, oh, oh. Wen hast du denn da hinten noch mitgenommen? Warte mal hier, mein. Müssen wir mal gucken, dass der Motor hier noch. Also weit werden wir heute wahrscheinlich nicht kommen. Die Batterie. Das ist ja der neueste Schrei, die Batterien. Ja, ihr modernen Menschen, das sage ich ja immer. Ja, ich setze nur auf Rentiere. Ja. Modern und Strom und weiß der Kuckuck was. Nein, ihr braucht Feuer im Arsch. Rentiere, die kacken und furzen noch richtig, so wie sich's gehört. Ja. Ich habe halt noch keinen Rentierführerschein. Ist der ab 35 oder? Ja, Rentierführerschein ist natürlich schwer zu erwerben heutzutage. Da müsstest du mit mir noch mal hinterher kurz reden. Eben. Und gegen die gewisse kleines Entgelt wäre der Weihnachtsmann bestimmt bereit, da auch. Wenn wir hier so mitten auf der Kreuzung stehen bleiben, dann wäre das scheiße. Was ist denn das dort? Komm, los, ich muss hier Batterie laden. So, Weihnachtsmann, apropos Rentier. Ich habe also jetzt noch mal für alle das, was wir hier machen, das ist ja eine schöne Aktion, Weihnachtsmann, ne? Ja. Das finde ich stark. Und wir nutzen ja mittwochs immer auch die Zeit, um ein bisschen zu quatschen. Ja. So. Und ich habe Umfrage gemacht. Ich habe Umfrage gemacht mit Jugendlichen. Und da sind halt ein paar Fragen reingekommen. Und die würde ich dir in der Zwischenzeit, wenn du hier deinen Job machst und so denjenigen, die es verdienen, Geschenke übergibst, würde ich dich einfach mal mit ein paar Fragen löchern. Wenn das für dich in Ordnung ist. Natürlich, ich bin der Weihnachtsmann. So datenschutzmäßig. Ja. Okay. Ich bin der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann wird immer gefragt. Es gibt immer ganz viele Fragen. Zum Beispiel, warum hat der Weihnachtsmann eine Sonnenbrille auf? Und lauter sowas bin ich heute schon gefragt worden. Ja. Ne? Also, komisch. Die Antwort ist ganz einfach, weil ich einfach der coolste Weihnachtsmann ever bin. Das ist ganz klar. Ne? Und das geht ohne Sonnenbrille nun mal nicht. Ja. Na, gibt ja am Ende auch nur einen. Was ist denn jetzt? Gut. Du hast vorhin das Rentier gesagt. Es kam eine Frage rein, und zwar, also würde ich die erste Frage stellen, wie viele Rentiere hast du und was ist dein Lieblingsrentier? Oder, ja, Rentier? 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 Ja.
Also wie viele, ich habe sehr viele Rentiere. Also um so eine Tour zu machen, einmal um den Erdball innerhalb von 24 Stunden, da kann sich ja jeder denken, dass da man da viele Rentiere braucht. Da wird auch mal ein Rentier ausgewechselt, manchmal auch zwei, drei, je nachdem. Ja. Also insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, so an die 360 Rentiere. Ah ja, 360. Ja. Ja, das, na, ja, also männliche, also, weibliche Tiere, alles, was man so haben kann als Rentierchef. Ja, na, und da ist eben auch sehr viele Pflege notwendig. Dafür habe ich sehr viele Engel zum Beispiel. Ah, ja. Ja. Hast ja heute auch eins dabei. Ich habe jetzt auch hier die Anne heute mitgenommen, die hat gesagt, diese Show möchte sie sich heute nicht ja, gehen lassen. Ja. Wer hat schon die Möglichkeit, mal beim Weihnachtsmann live mit dabei zu sein? Ja. Na, wir haben heute übrigens abnehmenden Mond. Was ist jetzt dein Lieblingsrentier? Na, mein Lieblingsrentier, das ist Adolf. Mhm. Also Adolf ist jetzt schon seit über 80 Jahren bei mir. Ja. Okay. Ja, also, und Adolf ist halt unerschütterlich. Ne? Also man weiß ja, Adolf Hennecke, wahrscheinlich, ne? Adolf Hennecke war wie ich. Ne? Also immer am Arbeiten und auch Vorreiter sämtlicher. Okay. Also wahrscheinlich mit Arschgeweih. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, das ist ja, und der beste Mann am Boschhammer. Okay. Ja, man lernt doch nie aus, auch als Sozialarbeiter. Wir sind ja jetzt übrigens nochmal zur Orientierung. Ich weiß ja gar nicht, ob du sowas wie so ein integriertes Navigationsgerät hast. Ich habe das jetzt nie, weil ich fahre den Weg relativ häufig. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Radebeul Ost. Ja. Zum Rewe. Also falls du mal was brauchst, wenn jetzt irgendwie... Wenn jetzt bei euch was fehlt da oben. Nee, ich habe alles, hab alles dabei. Rewe hätte noch offen. Ansonsten sind wir jetzt in Radebeul Ost. Und wer den Weihnachtsmann gerne mal beglückwünschen möchte, dass er da ist, die Hand schütteln oder Ghetto-Faust oder was man heute macht, und sich gerne ein Geschenk abholen möchte, der kann jetzt nach Radebeul Ost kommen. Ich werde gleich einparken, wo auch immer. Weihnachtsmann ist ja auch ein bisschen für dich aufregend wahrscheinlich. Ah, ich bin total aufgeregt. Wir haben uns gedacht, wir stellen uns hier einfach so mitten auf den Platz. Es ja, ist ja sehr gut. Guter Platz. Ja. Es ist zum Verzweifeln, ja. Also ich habe geheime Informationen bekommen, dass hier welche warten. Auf was? Auf dich. Auf mich! Na ja, klar, auf wen sonst? Ne? Auf wen wartet man sonst? Schon sowas wie ein Stargast heute. Ah, ich bin berühmt. Ich würde jetzt einfach hier rückwärts mitten auf den Platz fahren. Also falls das Ordnungsamt kommt, wir sind ja live. Nein! Wir fahren hier hinten drauf. Ich will es schon ordentlich haben. Ja, und soll ja auch jeder sehen, dass du dir die Zeit hier nimmst. Aber natürlich, immer wieder gern. So. Doch der Platz hier, da sind ab und an mal auch welche mit Fackeln, aber das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Na, irgendjemand muss ja Licht machen. Dann, irgendwie müssen wir ja Licht machen und wenn man im Auto viel Licht hat, dann ist das auf jeden Fall ungünstig, also an alle Fahranfänger. So, Weihnachtsmann, also ich lasse jetzt mal ganz ökologisch den Motor an, weil ansonsten haben wir ein Problem. Na, das ist doch, E-Motor häufig. Das ist auf jeden Fall mit Unterstützung. Also ja, so, eigentlich so wie Hybrid, Hybrid. Also ich fahre ja Biogas mit meinen Rentieren. Ja. Wir haben umgestellt auf Biogas. Auf Biogas. Ja, es gibt jetzt mehr Sauerkraut zum Essen. Okay, also ich versuche jetzt, meine lieben Leute, ich versuche jetzt auch den Chat hier immer so ein bisschen mit zu folgen. Ihr wisst, wir sind totale Vollprofis. Ich lese jetzt mal hier kurz durch. Eine Schachtel Westgold und zwei Lübzer bitte wird bestellt. Aber wir sind ja hier nie beim Bestellen. Wir sind ja hier beim Weihnachtsmann. Und ich gebe jetzt mal die erste Quizfrage für den Chat. Ihr bekommt Zeit, die Frage zu beantworten. Wer die richtig beantwortet, der bekommt hier so ein... Anne, halt das mal hoch. Ein Überraschungssäckel, dazu sage ich gleich noch was. Und hier, das gebe ich noch dazu... Die Radebulli-Socken. Ja, Radebulli-Socken. Okay, also erste Quizfrage. Wie lang ist der Bart vom Weihnachtsmann? Wie lang ist der Bart vom Weihnachtsmann? Schreibt es in die Kommentare. Und dann werden wir das mal... Richtig. So, wollen wir jetzt mal hier rausgucken? Echt? Es ist halt nichts los hier. Warte. Hey, hier ist der Weihnachtsmann! Hey!
Weihnachtsmann, da sind welche. Was? Pass mal auf hier. So, jetzt muss ich hier ganz professionell die Kamera mitnehmen. Die müssen wir dann hier wieder dran machen. So, also wir sind ja hier nie bei ProSieben, sondern bei Radio Bulli. Hallo! Da gehen wir jetzt, aber wir sind immerhin drahtlos. Also, schreibt es rein, genau, schreibt die Länge vom Dings hier rein, vom Weihnachtsmann. Hallöchen! Wir haben uns hier extra schön ausgesucht. Also, wir sind jetzt hier in Radebeul Ost. Ihr seht das, wir sind live und in Farbe. Und natürlich mit dem Weihnachtsmann und meinem Weihnachtsengel. Und die Anne, die hat sozusagen die Geschenke. Na? Wir können aber nicht so weit weg. Weihnachtsmann? Ja, ich bin hier. Will jemand ein Geschenk von euch, vom Weihnachtsmann? Na, ja, dann kommt mal her. Kommt da mal her. So. Naja, es läuft, ne? Ich hab mich heute extra hier, weil es ist ja arschkalt. Jetzt sehe ich schon, also, 37 Zentimeter. Ja. Wollt ihr euch auf Weihnachten? 50? Ja. Ich auf den Weihnachtsmann? Ja, ich werde es gleich nachmachen. Sehr gut, sehr gut. Habt ihr eine Frage an den Weihnachtsmann? So. Keine Frage. Ich bin ja heute auch hier, um gefragt zu werden. Ihr müsst mir schon eine Frage stellen. Wie ist das denn der Weihnachtsmann? Ja, du. Das werden wir gleich sehen. Ist das okay, wenn ihr live mit drauf seid? Ja, sehr gut. 47,5 Zentimeter. Ja, wir haben geschätzt. Und was habt ihr geschätzt? Habt ihr reingeschrieben? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wir werden das gleich nachmessen. Aber das können wir ja eigentlich gleich machen. Aber ansonsten hätte ich jetzt gedacht, ihr bekommt ein kleines Geschenk vom Weihnachtsmann. Dankeschön. Ja. Also die großen Geschenke, die kriegt ihr ja später, ne, wenn ihr Glück habt. Ja, moin. Da kommen die nächsten. Ist das hier okay? Es ist hier live, ne? Das ist so mit Gesichtern. Was trinkst du denn? Sternburg. Alkoholfrei vermute ich mal. Radler. Ja, warte, also ich will dir die Show nicht stehlen. Um Gottes Willen. Was der Weihnachtsmann immer so alles fragt. Guck mal, da gibt es schon die Geschenke. Habt ihr eine Frage an den Weihnachtsmann? Kann ich die Länge vom Bartfluss einschätzen? Ja, ja, genau. Das ist natürlich... Das ist schlau. Guckt euch das an. Du kannst doch nachmessen, wenn du willst. Also ich will nur mal dazu sagen, wir haben in den kleinen Geschenken sind Lose drin. Und zwar von der Radebeuler Weihnachtslotterie. Die kostet eigentlich ein Los, kostet 1 Euro und wir haben das gesponsert bekommen für alle, die wir heute sozusagen geben. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr sozusagen noch was da drin. Ja? Und die Lose gesponsert. Vom Weihnachtsmann. Eben nicht vom Weihnachtsmann. Wieso nicht vom Weihnachtsmann? Sondern vom, also jetzt halt euch fest, vom Oberbürgermeister himself. Ja? Der hat uns 100 Lose. Und von der Firma Hasse, Hasse Transport, kennt ihr vielleicht? Ja, ja. Ja, sehr gut. Und von der Julia Hasse die, und Familie, die in Kötzschenbroda wohnt und arbeitet. Danke. Riesengroß. Danke, ne? Danke. Danke. So. Danke. Habt ihr Fragen an den Weihnachtsmann? Haben wir schon besprochen. Habt ihr schon besprochen? Es gibt noch eine Frage, die wirklich brennend interessiert. Wie lang ist dem Weihnachtsmann sein Bart? Ja. Wollen wir das mal nachmessen? Also im Chat, ihr habt ja jetzt... 35 wird nicht reichen. Ich hatte hier irgendwo einen Zollstock. Also okay. Das war letztes Jahr, ich habe nie geschnitten seitdem. Das. So, also passt auf. Hier. So eine? Ja, vielen Dank. Also, ich habe hier einen Zollstock. Jetzt, ich gucke mal hier rein, was... Okay, warte, Anne, du musst. Ist das. Halt einfach mal. Wir messen von der Nase bis hier unten. Das sind 37 Zentimeter. 37 Zentimeter. War jemand richtig bei euch? Aber im Bett war jemand mit 37 Zentimeter. Oh, 36,7. 37 Zentimeter, hat das jemand? Also entweder hat das hier zu weit weg, wenn
Linie mit 36,7 oder Steuer. Der eine hat schon welche, kriegt nur einer. So, also Bartlänge 37 cm. Merkt euch das? Wir sind noch in Radebeul Ost. Wie spät ist es denn? 20.15 Uhr. Ja. Weihnachten. Servus, servus. Heute große Weihnachtsshow. Du siehst die Fragen, die er mir eingesandt hat, die stelle ich natürlich auch noch dem Weihnachtsmann. Na toll. Kommt dran, ja. Ja, ich gehe jetzt mal nie mit, weil dann ist das Internet weg. Also die wollen auf jeden Fall jetzt noch mal ein paar Selfies machen, weil... Robert, verteilt die Fotos dann. Das Glück, dass man sozusagen mit dem Weihnachtsmann sich mal richten lassen kann. Super, ja. Radebeul, Radebulli live. So kann es gehen. Irgendwo draußen, es gibt Geschenke. Kriegst du irgendwelche? Ihr habt das auch verbracht. Und vielleicht sehen wir uns ja in Kötzschenbrot. Wenn es geklappt hat, nicht. Ich denke, du hast ja der Weihnachtsmann lange Unterwäsche trägt oder kurze. Ja, okay. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Quizfrage. Nee, das letzte Bild war meine Katze im Fressnapf vom Hund. Warte, ich muss erstmal wieder heim. Mann! So, ich das jetzt hier. Mein Hund, ich habe so viele kleine Katzen, die muss ich jetzt an Hund verfüttern. Nee. Naja, egal. So. Hast du das hier auf den? Das mache ich. Wir halt nur nicht zu weit weg hier. Ist das geil? Ich weiß gar nicht, ob man den Weihnachtsmann überhaupt hört. Jetzt noch, wenn er so weit das weg ist. Wollen wir jetzt nicht, da wollen aber wir ihr seht, da hinten steht er. Und ich darf ihn wieder live mitnehmen. Bleibt dran, es bleibt spannend und ihr könnt noch gewinnen. Radebulli-Socken und die Geschenke. So, jetzt kommt hier gleich mal der nächste. Du warst nur jetzt hier so machen. Jetzt kommt die nächste. Oh Gott, eine verrückte. Guck mal, da oben ist der Weihnachtsmann. Dann entscheidet sich das für ein Bild. Wir machen gerade noch Selfies, wie das heute halt so ist. Also ich weiß gar nicht, ob der Weihnachtsmann damit überhaupt was anfangen kann. So, wir machen das nochmal. Ist jemand kalt? Das ist sehr gut. Machen wir Feuer an. So, für alle, die also, ich lasse den Bus einfach an. Einfach nur drauf. Geht er aus. Wir haben den nämlich, mussten halt schon mit Starterkabel den anmachen. Ja, was ist los? Hallöchen. Du willst dir auch ein Geschenk abholen? Oh, das sieht gut aus. Bist du mit in den Chat rein? Oder? Ja, okay. Guck mal, wie wir leuchten. Ist das geil, oder? Super! Ja, du kannst dein Fahrrad anlehnen. Danke euch! Das gebe ich dir nicht in den Chat. Das, Mann, das musst du rüberfahren. Du musst vielleicht weiter an die WLAN-Box. Ne, wir haben ja noch mehr Fragen. Müsst ihr euch noch mal hier. Es gibt noch mehr Fragen. Hallo, hallo. Ja. Heute unterwegs mit dem Weihnachtsmann. Noch so ein Kind. Das seht ihr auch nicht alle Tage, sondern nur einmal im Jahr. So. Wann was denn? Sollen wir denn hier noch? Mit dem Weihnachtsmann. Doch, nie. Nee. Mir? Ja. Habt ihr alle Selfies gemacht mit dem Weihnachtsmann? Sehr gut. Hatten wir schon heute. Schön. Also Weihnachtsmann ist ja ein übster Star. Ja? Sehr schön. Ja, wir sind ja noch da. Es gibt immer Selfies. Sehr gut. Habt ihr schon in eure Lose reingeguckt? Guckt mal in eure Lose rein. Das wäre ja jetzt was, wenn ihr live sozusagen halt mal fest mitzieht. Guck mal hier. Guckt ihr das an. Dankeschön. Dankeschön. Das wird auf Instagram steil gehen. Ganz stark. Guck mal, jetzt bist du mit drauf. So, warst du lieb, ja? Hallo. Okay, das wird ja der Weihnachtsmann ja beurteilen können. Was ist denn? Die nächste ist gekommen und würde sich gerne ein Geschenk abholen.
Ja, ja, gerne, gerne. Wobei sie wahrscheinlich singen müsste. Also, ich bin nicht sicher, ist das heute noch modern? Oder? Hallo. Hallöchen. Oh, oh, oh. Habt ihr eine Frage an den Weihnachtsmann? Hast du eine Frage an den Weihnachtsmann? Ich habe keine Frage, ich will ein Foto machen. Mit mir? Naja, na, komm her. Tut niemand mehr hier irgendwas vorsingen oder so, er will ein Foto. So, wie sieht denn das aus hier? Das ist hier die Radebeuler Weihnachtslotterie. Wie ist das aus? Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, ne, ja. Hast du jetzt jemanden, der dich fotografiert? Gibt's doch nicht. Ah, du musst jetzt mit dem Bus fahren. Und? Warte, dort steht's. Leider verloren. Schreit laut, wenn ihr einen Gewinn habt. Ich glaube, es sind in jeder Tüte sind 5 Lose drin. Danke nochmal. Und ein Peter Heisberg, der hat auch gesponsert. Wer ist das denn? Familie Hasse und die Firma Hasse Transport. Und der Oberbürgermeister himself. Also, ein Gutschein für Jannis Eis? Jetzt machen wir hier gleich nochmal Schleichwerbung. Nicht schlecht. Nee, die Umwelt haben auch keiner gerettet. Und? Alles leider verloren. Ah, aber es sind 5 drin. Da müsst ihr den Rest noch aufmachen. Hast du gewonnen? Ja. Einen Einkaufsgutschein. Bei? Beim Pro Natur. Natura. Ja, da kannst du mal Haarwäsche zulegen. Genau, da kannst du mal so ein Bad wie ich. Genau. Dort hole ich immer meine Naturprodukte her. Mir geht's auch schon los. Nicht alkoholisches Getränk. Ja, sehr gut. Ja. Schnupperstunde im was? Mehrgenerationenhaus. Ja. Naja, wie auch immer. Viel Spaß. Also, es ist ja ein vielfältiges Programm. Also wir haben hier auch Regel für Altenpfleger, ne? Ja. Also Radebeuler Weihnachtslotterie. Da geht es quasi doppelt gut. Und zwar einmal für die Jugendlichen, die sich ja absonderlich freuen über ihre Gewinne. Ist ja erstmal schon überhaupt cool, dass da Gewinne drin sind. Und gleichzeitig wird das eingenommene Geld natürlich an Radebeuler Vereine gesponsert. Das könnt ihr alles auf einer Webseite nachlesen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ansonsten würde ich jetzt sagen... Ich habe noch ein Plädoyer zum Schluss. Ja, ein Plädoyer. Wer verliert im Lostopf, ist Gewinner im Leben, Alter. Boom! Okay. Das war... Also jetzt sind wir ja aber um eine Erfahrung reicher. Das war, ich habe echt und ist bei euch was drin gewesen? Du hättest sagen müssen. Findeisen. Ja. Echt, das lohnt sich doch. Spiel, wow. Glück im 10 Leben. Euro, Gutschein. Stopp. Du hast doch nicht gemeckert. Die Socken gewinnen. Achso, naja, das war die erste Quizfrage. Soll ich noch eine Quizfrage stellen? Ja, bitte. Okay, pass auf, ich mache nur eine Live-Quizfrage. Ja, Weihnachtsmann. Eine Live-Quizfrage. Was kam denn noch rein? Warte, ich glaube, ich muss auf meinen Spickzettel gucken. Haltet kurz inne. Ihr habt mir ja schön was zugesandt. Ich suche mir mal jetzt eine schöne Frage raus. Und was macht ihr zu Weihnachten? Na, das lässt sich schwer messen. Bleibt ihr alleine? Ich habe vorhin gesagt, Mama und Papa lange oder kurze Unterwäsche. Ja. Trägt der Weihnachtsmann? Sehr gut, sehr gut. Trägt der Weihnachtsmann lange oder kurze Unterwäsche? Es geht um Radebulli-Socken. Schreibt das rein. Lange oder kurze Unterwäsche? Ich hoffe, Weihnachtsmann. Also vielleicht der Weihnachtsmann dazu. Ich gehe früh immer am Nordpol mit meinen Rentieren baden. Ja, da schwimmen wir um 2 Eisberge rum und wieder zurück. Ja. Jetzt fragt ihr mich, ob ich lange Unterhosen trage. Naja. Und das für eine Kacke. Naja, wir sind hier Mittelerde, ja, sozusagen. Ja. Wir haben ja nicht so häufig Schnee. Die Frage ist sowieso, frierst du überhaupt? Ich? Ja, naja, so. Frieren? Ja. Ja, wenn ich in irgendeinem Schornstein stecken bleibe und dort mehrere Tage überwintern muss, ist es schon manchmal ganz schön kalt. Okay, okay. Aber sonst an sich eigentlich nicht. Sonst nicht. Aber geht das nur, wenn man sozusagen so einen Bart hat? Ja? Oder? Nein, die Haare hat dieselben Haare, habe ich ja auf dem Rücken. Und das ist natürlich sehr gut. Sieht man jetzt nicht. Okay. Da kam übrigens die Frage rein, wie lange das dauert, um dir die ganzen Löckchen hier in den Bart zu drehen. Kannst du das sagen? Hast du einen Barbier-Shop, also einen privaten? Oder wer macht das? Ja, also Rudolf, mein Rentier, hat sich darauf spezialisiert, mir früh auf dem Bart rumzutrampeln und dreimal hin und her gedreht und dann. Achso, ich hätte jetzt sonst gedacht, mit den Hörnern immer, naja, egal. Nichts Hörner. Nee. Okay, also wollen wir auflösen, pass mal auf, ich habe hier kurze Unterhosen, wird hier gesagt, kurze Speedo, rasiere Brust, was? Rasierte Brust? Naja, was? Ganz kurz warten. Ja, warte. Nee, das könnt ihr live hier machen, alles gut, das kriegen wir schon hin.
So, ich gucke jetzt nochmal hier durch. Das ist ja hier ganz analog. Kurze. Wie viel Mehrwertsteuer zahlt eigentlich der Weihnachtsmann in der Produktion? Für was? Naja, in der Produktion. Habt ihr Mehrwertsteuer? Also, ich glaube, das ist nie Mehrwertsteuer, sondern beim Weihnachtsmann ist das Märchensteuer. Also daher kommt das. Also mein Hauptwunsch ist, und da sind die Steuern ja generell relativ gering. Aber dort ist es relativ warm. Dort brauchst du dann wahrscheinlich die rasierte Brust. Dort bin ich ja nicht. Wir schweifen ab. Wir kommen mal wieder zurück zu der eigentlichen Frage. Kurze oder lange Unterhosen? Kurz. Also leider alles falsch. Der Weihnachtsmann trägt überhaupt keine Unterhosen. Okay. Unter dem Mantel. Also ihr kennt ja diese Schreckgespenster, die manchmal mit dem Mantel kommen und so machen. Da wärst du sozusagen... Also wir machen hier eine Jugendsendung, ne? Das nur, dass du Bescheid bist. Okay, also liegen eigentlich alle daneben... Die hier, aber irgendwer hatte hier in der Runde, glaube ich, gesagt, keine Unterwäsche, stimmt's? Ja. Ah ja, ja? Tatsächlich. Okay, also da gibt's. Was ist denn das hier? Wieso ist denn das so? Achso, meine Assistentin. Ja. Wie viele Socken haben wir noch? Ja, wir haben noch. So. Das sind die Radebulli-Fansocken. Danke. Na, bitte. Viel Spaß damit. Warme Füße braucht man. Ansonsten würde ich jetzt sagen, danke euch, dass ihr hier gewartet habt. Löst schön die Gewinne ein. Frohe Weihnachten, ne? Das musst du sagen. Also, frohe Weihnachten. Ja. Also wir duzen uns ja, wir kennen uns ja jetzt schon seit einem Jahr. Wir waren ja letztes Jahr schon unterwegs. Ansonsten, frohe Weihnachten. Wir sehen uns und wir fahren jetzt mal nach Kötzschenbruder. Komm, Anna, sei mal großzügig hier mit den Socken. Gib mal jedem hier noch ein paar Socken. Gib jetzt jeden paar Socken. Ja, wir sind da. Wir wollen ja niemanden in Tränen ausschicken. Also für den Chat tut es mir leider leid, da war keiner mit, er trägt nichts. Kann ja keiner an. Ansonsten, so ist der Weihnachtsmann. Ich verabschiede mich schon mal, so ich muss hier die Kamera wieder installieren. Liegen jetzt die Geschenke noch irgendwo? Ja, na, die sind hier noch drin. Aber hattet ihr nicht? Ihr hattet doch, ne? Dankeschön. In diesem Sinne. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und wir sehen uns nächstes Jahr an gleicher Stelle. Ho, ho, ho. Bis nächstes Jahr. So, ich nehme euch mal mit. Ich muss mich jetzt hier reinsetzen und die Kamera. Wieder, jetzt hat sich dieses Panzertape natürlich hier so verammelt. Oh, das geil hier, du. Warte. Ich wusste gar nicht, dass du solche Wörter kennst und benutzt. So, also wir fahren jetzt nach Kötzschenbroda. Kötzschenbroda, da soll es einen schönen Weihnachtsbaum geben. Hast du mein Handy, Anne? Ah, nee, habe ich selber. Alles klar. Ja, Weihnachtsmann, seit wann hast du ein Handy? Ah, das haben mir meine Wichtel geschenkt. Ach, oh Mann, ey. Und ich kann nämlich meine Rentiere über eine App steuern. Okay. Das ist die Rentier-App weihnachtsmann.de. Okay. Pass auf, jetzt habe ich meinen Zettel hier. Also an den Chat nochmal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe jetzt noch eine Frage. Damit wir, solange wir hier ein bisschen zu tun haben, ich muss das festmachen, weil ansonsten fallt ihr um. Ich gebe jetzt nochmal eine Quizfrage in den Raum, okay? Ihr habt jetzt nochmal Chance, Radebulli-Socken zu gewinnen. Und zwar wäre die Frage, wie alt ist der Weihnachtsmann? Wie alt ist der Weihnachtsmann? Also sowas wie 2000 Jahre? 45, Rentner oder guckt ihn euch an, zählt die Falten. So, also. So. Wer? Peter soll in seine WhatsApp-Nachrichten schauen. Peter kann nicht, der hat Urlaub. Diana. Also 48 kommt schon mal rein. Weihnachtsmann 48. Das wäre ja dann wahrscheinlich wie bei James Bond. Der bleibt dann immer jung und trotzdem über all die Jahrzehnte. So. 1746, aber optisch 25. Ja, sehr gut. Okay, Diana, die Namen wurden falsch gesagt. Ich sag gleich nochmal unsere Sponsoren, bitte. Wir haben gerade nochmal eine Nachricht bekommen, dass wir in all der Aufregung... Unsere Sponsoren, ich sage das jetzt nochmal, in diesen Tüten, die Anne hier so verteilt,
sind Lose drin von der Weihnachtslotterie, die jedes Jahr hier in Radebeul stattfindet, wo man ein Los für 1 Euro kaufen kann. Wenn man Glück hat, kann man gewinnen und sich Läden und sowas beteiligen. Und das eingenommene Geld, das fließt an soziale Einrichtungen. In der Stadt Radebeul. In der Stadt Radebeul, genau. Und die Sponsoren von unseren Losen, die wir euch jetzt verschenken, hier online und, hier ist ja auch eine Kamera, wir haben hier mehrere Kameras, und online, die sind einmal der Oberbürgermeister Bernd Wentsche. Ist das eigentlich Bert oder Bernd? Bert. Bert, ne? Bert. Gut, dass du Bescheid weißt, dass du dich mit Namen immer so gut auskennst. Ich bin Ernie und er ist Bert. Dann die Firma Hase Transport. Das hatte ich vorhin schon gesagt, Diana. Na, die haben auch 100 Lose gekauft. Riesen Dank. Und die Frau Anja Hase mit ihrer Familie. Die hat nämlich auch 100 Lose gekauft. Und überhaupt, Dankeschön, dass das so läuft. So, jetzt kommen wir noch mal auf das Alter zurück. Bevor wir hier weiterfahren. Alter. Also, wir haben 51, wir haben 153, 54, 1746, 52, 55, 48. Weihnachtsmann, es geht um Radebeulisocken. Ja, die Antwort war noch nie dabei. Ach, die waren noch nie dabei? Nein. Okay, also die Antwort war noch nie dabei. Dann fahren wir jetzt nach Kötzschenbroda. Fahren wir vor die Kirche? Ist das für dich in Ordnung? Vor die Kirche? Oder wollen wir uns mitten in Kötzschenbroda hinstellen? Wir gucken mal. Also entweder mitten in Kötzschenbroda oder direkt vor die Kirche. So. In dem Sinne, wir nehmen das Internet mit. Kommen Sie, die Rentiere warten auf mich. Jetzt kommt gerade die Frage rein, jetzt kann ich nur lesen, dass ich nicht während des Fahrens hier lesen muss. Höher oder niedriger? Fragt Benny, der irgendwas mit 1700 und Sagwetsche gesagt hat. Niedriger. Ja, mach mal die Scheibe runter, Weihnachtsmann. Hey! Jungs, kommt mal her! Wir haben Geschenke für euch. Ihr wart doch bestimmt lieb, oder? Ja. Na, kommt mal her, ihr Weihnachtsmann. Heute bin ich ganz spendabel. Ja. Da sind Lose drin von der Weihnachtslotterie. Wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr was. Das steht auf den Losen drauf. Ja, danke. Frohe Weihnachten. Ja. Habt ihr noch eine Frage an den Weihnachtsmann? Frage. Wir müssen los. Na? Müsst ihr nicht. Nur wenn hättet ihr jetzt nächstes die Chance Jahr gehabt. Gut. Dann fahren wir mal weiter. So, jetzt kommt hier 50, dann so 52. Also ihr seid im Prinzip mit 52 schon ziemlich gut. Das Problem ist, 52. Dass der Weihnachtsmann ja deutlich älter ist. Ne? Dann ja, aber 52. Pappenheimer Paul. Aber vielleicht wirst du aller 52 Jahre 52? Genau. Ist das jetzt, also, macht das vielleicht Sinn? Ich wäre aller 10 Jahre 52. Okay. Also Pappenheimer Paul, du 52. Ich weiß nicht, ob noch jemand 52 gesagt hat. Sehe ich jetzt gerade nie. Ich muss ja jetzt gerade fahren. Hier vielleicht mit Licht. Genau, danke. Du hast die Radebeulisocken gewonnen. Wieso denn? Na ja. Wieso? 52 ist doch völlig falsch. Wieso? Haben wir das nicht gerade? 52. 52? Ja. 52. Ja. Das wäre die richtige Antwort. Da fehlt aber hinten dran noch eine Zahl. 52. Achso, da fehlt noch eine Zahl. Jawohl. Entschuldigung, ja. Pappenheimer Paul. Also ich sag nur 1500 und... Ich hoffe, unser Tank reicht. Also wir sind ja schon im Motor. Also, ich bin super vorbereitet. Erst geht der Motor nie an und dann ist der Tank bald alle. Aber wenn wir das Auto die ganze Zeit anlassen müssen wegen der Batterie, naja, was soll's. Weihnachtsmann, also das mit dem Rasieren und dem Bart, das haben wir ja jetzt schon geklärt. Ich habe mir hier noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich muss jetzt noch mal kurz hier mich ein bisschen konzentrieren. Ist das eigentlich, wenn du unterwegs bist, und immer auch Geschenke bekommst, nämlich die Plätzchen, die immer jeder hinlegt für dich. Falls das heute noch jemand macht, ne? Legt Plätzchen dem Weihnachtsmann hin oder hat sich dein Geschmack verändert? Ist es jetzt irgendwie was anderes? Außer Plätzchen. Naja, worüber du dich freust, wenn du da bist. Ja, Marzipantorte geht immer. Achso, okay. Dann kam auf jeden Fall noch die Frage rein, die soll ich dich fragen. Einerseits, ob du
Oh, ich darf hier nicht so schnell fahren, sonst fällt hier unsere Kamera um. Ob du für deine Überstunden bezahlt wirst? Also Weihnachtsmann ist ja seit, wie gesagt, seitdem ich das mache jetzt, seit über 500 Jahren, ist das ja ein Ehrenamtsjob. Ja? Und bei Ehrenamtsjobs ist es ja so, man sagt, das ist ein Ehrenamtsjob und ist im Prinzip Lobbyist. Also ich bin ja Lobbyist für Weihnachtsgeschenke. Ja. Was natürlich bedeutet, jeder möchte gerne ein Weihnachtsgeschenk und jeder will gerne sein Geschenk, was er produziert, an. Also, ganz klar, ne? Hast du verstanden? Auf jeden Fall. Also ich bin Milliardär. Ist auf jeden Fall älter als 52, wegen hier, also, komm, man, naja, egal. Würde sich aber die andere Frage noch anschließen, die kam auch von Jugendlichen, die soll ich dir unbedingt stellen. Also nicht, ob es bei dir einen großen Fachkräftemangel gibt, aber das würde ich gleich mit reinschießen. Sondern, wie war das denn? Albi, was war deine Frage? Nicht Fachkräftemangel, sondern ob ihr auch so Materialmangel habt gerade wegen der ganzen Pandemie und sowas. Wie sieht denn das dann bei euch aus mit Nachschub, Holz, Stoff, was ihr sonst noch braucht? Naja, das ist ja noch Kabel für die Elektronik. Das ist ja hausgemachtes Zeug. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, hat ja vorhin schon gesagt, dass ich wie viele Rentiere ich ungefähr habe. Mhm. Und da sind natürlich im Prinzip 200 davon ständig unterwegs und holen das Material im Prinzip zusammen. Also ich habe dieses Transportproblem nie, woran es eigentlich liegt. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie fliegen können. Ja, ja, genau. Okay. Ne? Da ist mir übrigens... Also die weißen Streifen, wenn ihr so weiße Streifen am Himmel seht, das ganze Jahr über, ne? Das sind immer Rentierstreifen. Also ja. Da sind die Rentiere einfach unterwegs und besorgen im Prinzip für den Weihnachtsmann fürs nächste Jahr Material. Ja. Na, lasst euch da auch nicht anders einreden. Nee, nee. Na, manchmal fällt euer Rentier runter. Hm. Solltet ihr da mal ins treffen, okay, gebt Bescheid. Kommt der Jäger. Naja, hier, das habe ich mich letztens gefragt, als ich so sinniert habe, über was wir hier eigentlich noch so sprechen können. Da habe ich gedacht, warum heißt das denn eigentlich Rentiere? Und nee, fliegende Rentiere oder Fliegtiere, wenn die denn fliegen. Verstehst du? Warum heißt denn der Hubschrauber, der hupt und schraubt da auch nicht? Und das für ein Unsinn. Naja, da kann ich mal fragen. Sehr schön. So. Gut. Also ein bisschen gepflegter und niveauvollere Fragen wäre schon. Also, na. Ja. Aber ich dachte, ich kann dir mit meiner Scherzfrage hier ein bisschen Stimmung sorgen. Ja, hast du. Weil viele, die so viel arbeiten wie du, die sind ja auch immer ganz schön gestresst und die sagen dann immer so, oh, so viel Arbeit und so. Das hört man ja von dir eigentlich nicht. Also du beklagst dich ja eigentlich nicht, oder? Ich beklag mich nie. Nee, ist doch schön, Weihnachtsmann zu sein. Ganz dummes Zeug reden, siehst immer toll aus. Die Leute gucken dir hinterher. Die Leute gucken mir hinterher. Ja. Ne? Woran das liegen mag. Ich kriege Geschenke zugesteckt. Es ist einfach wunderbar. Ja. Weihnachtsmann ist einfach ein Traumjob. Ja, da kann man nicht klagen. Und einmal im Jahr ein paar Tage arbeiten, das geht schon. Also Augen auf bei der Berufswahl. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Kötzschenbroda. Wir sind gerade am Kaufland vorbeigefahren. Wir sind gleich in Kötzschenbroda. Also macht euch bereit, kommt zu uns. Wir haben noch eine Menge Tüten. Und wir haben jetzt, ich würde jetzt gerne das Alter mal auflösen. Wir haben eine Menge Tüten, ja. Hüte die Tüte, nur der Weihnachtsmann macht frei. Ja. Also Alter, Weihnachtsmann, jetzt. Ja, 520. 520. War im Chat jemand mit 520? Das ist immer schwierig hier mit Instagram. Da, theoretisch müsste man hier lieber Mark Zuckerberg oder Tom oder wie du heißt, führ mal eine Sprechfunktion noch mit ein, dass hier jemand sozusagen, ja, 520 war jemand dabei. Das kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen, aber ich gucke das dann nochmal durch. Wir sind ja heute hier live unterwegs, wir können ja nie so viel Technik aufbauen, dass wir das alles so verfolgen können. So, wollen wir in der Zwischenzeit noch eine Quizfrage reinbringen? Sonst langweilt sich vielleicht der Chat. Also 520, ihr guckt mal, Benni hat gerade was geschrieben. Ich kann das gerade nicht. Dann hätten wir vielleicht noch die Schuhgröße. Genau, Schuhgröße war noch. Welche Schuhgröße hat der Weihnachtsmann? Also Abstauber. Ich glaube, Papa immer Paul. Du kriegst einfach gerade Bullisocken, okay? So, welche Schuhgröße hat der Weihnachtsmann? Ja, oh
hier für Deichmann? Hä? Das ist feinstes Robbenleder. Na toll. Du hast deine eigene Werkstatt. Ich nehme an, von John Toten Robben. Nein, natürlich keine Robben. Nix Robbe. Nein. Wir produzieren neuerdings aus Eis Kohlenstoff. Und aus dem Kohlenstoff produzieren wir fast alles. Aha. So, ich fahre jetzt hier an der Schule vorbei. Kohlenstoff, das ist doch Wasserstoff dann sozusagen, oder? Kohlenstoff ist Wasserstoff. Naja, da kann man ja viel draus machen. Ja, Kohlenstoff kann man viel draus, sag ich ja gerade. Ja. Trinkst du eigentlich mit Kohlensäure oder ohne? Ich trinke eigentlich nur Kohlensäure. Flaschenweise Kohlensäure trinke ich. Ja, ja, okay. Ja, irgendwie müssen wir ja abheben. Ich habe mich übrigens gefragt, Weihnachtsmann, weil wir vorhin über dein Alter gesprochen haben und über so dieses, du bist jetzt hier wieder ein Mann, der steht wieder im Fokus, deine Wichtel und die Engel, ne, die Frauen, die sind die kleinen Zierlichen und sind die kleinen Helferlein. Findest du nie, dass das eigentlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist? Nö. Okay, ich dachte, ich stelle einfach mal die Frage. Aber es gibt ja auch Dinge, die haben Tradition und die können man ja, die kann man ja auch mal weiter. So, wir sind jetzt hier in West. Warte mal, also, hier, guck mal, die können ein Geschenk bekommen. Die brauchen glaube ich immer Süßigkeiten. Hallöchen. Hallo! Wollt ihr ein Geschenk vom Weihnachtsmann? Die müssen auf Arbeit. Ja, wir verschenken keinen Alkohol. Keine Angst. Ich muss ja auch auf Arbeit. Gib mal 3 Tütchen her hier. Wir verteilen nämlich Tütchen. Sind die gerade drin? Der Razi ist voll. Ja, wir stellen uns aber vor einem Weihnachtsbaum. Hier, guck mal. Das sind so Süßigkeiten. Und hier sind Lose drin. Da könnt ihr was gewinnen von der Radebeuler Weihnachtslotterie. Ohne Mist, das ist wirklich wahr. Ja? Guck mal, ob ihr einen Gewinn drin habt. Dankeschön. Frohe Weihnachten. Du auch. Oder euch. Ja. Ciao. Wieso sag ich eigentlich immer frohe Weihnachten? Du müsstest das immer so hinterher rufen. Frohe Weihnachten! Oh Mann, ey. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Rollenbild. Ja, nein, wir waren einfach stehen geblieben. Bei der Schuhgröße. Dass Frauen und Männer natürlich gleichberechtigt immer sind. Ja. Ne, und ich denke, es gibt auch sehr viele Weihnachtsfrauen in der Zwischenzeit schon. Denen habe ich auch ein Zertifikat ausgestellt, dass sie das machen dürfen. Ja. Gar keine Frage. Also da bin ich fortschrittlicher als die katholische Kirche auf jeden Fall. Das denke ich, das ist auch nicht schwer. So, wir fahren jetzt Kötchen Brot lang. Wir haben jetzt schon mal 3 Tüten wieder verteilt. Die haben sich gefreut. Sozialarbeiter, verteilt Tüten, Benni. Genau, so sieht es aus. Genau. Das kommt halt immer nur auf den Inhalt drauf an. Genau, genau. Und es sind Papiertütchen, ne? Um das nur mal festzustellen, wir sind halt doch ökologisch angehaucht. Guck mal, hier steht ein neuer T7. So, also hier ist ein Weihnachtsbaum, aber wahrscheinlich Kötchen Broda, da müsste man eher am Wochenende hinkommen. Heute sieht es schlecht aus, aber wir fahren mal hier vor. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir fahren vor an die Kirche. Und ansonsten halten wir noch mal hier vorne, weil wir haben ja auch nur noch eine Viertelstunde. Dann haut uns Instagram schon wieder raus. Die wollen nämlich immer nur, dass die ganze Show hier eine Stunde geht. Aber na. So. Es ist ja auch kalt draußen, das muss man ja mal sagen. Das ist ja für uns jetzt gar nicht so typisch, dass wir da unterwegs sind. Genau. Unterwegs sind. Ihr Weicheier. Da sitzt einer. Wollen wir mal rings um den fahren? Wir fahren den mal. Wir können ihn ja durchs Fenster ansprechen. Auf jeden Fall. Vielleicht freut er sich. Guck mal, der ist mit Fahrrad. Ja. Ist das ein Jugendlicher? Keine Ahnung. Ich sehe da nicht. Ein besonderer. Hallo! Wo geht's denn hier zum Weihnachtsmann? Stimmt, das war ein Scherz. Hier, Robin, du musst das jetzt mal beurteilen hier. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Achso. Die ist auf jeden Fall noch jung. Das ist immer unsere Zielgruppe. Wir verteilen nämlich heute ein bisschen hier an junge Menschen, ja, und an uns liebe Menschen da einfach kleine Geschenke. Oh, ich danke euch. Schönen, ja, Abend. Gerne. Schöne Weihnachten. Ja, ciao. So, wir sind jetzt in Kötchenbroda. Ich sehe hier nichts. Wir sind jetzt in Kötchenbroda am
Hier ist das. Der Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Schönes Weihnachtsbäumchen. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Wir gucken mal, ob jetzt hier jemand kommt. Benni, fahren wir entweder weiter oder wir verlosen dann nochmal die anderen Lose weiter. Also, Schuhgröße. Jetzt, warte, wo ist mein Zollstock? Oder steht das unten drauf 43, auf deinem Schuh? 43, das kann Was? Ich dir sagen. 43. 43. 43. Ich guck mal in den Chat kurz rein, ja? 43. Haben wir das hier irgendwo? 45, 47, 44. Eieieiei, das war hier noch das Alter. 520? Ja. Das war richtig, ne? Ja. Ah, okay. Also, der Erste, der jetzt die richtige Schuhgröße reinschreibt, der bekommt gerade Bulli-Socken und Weihnachtslotterie-Tütchen und so weiter. So. Ansonsten müssen wir hier vorne noch mal auf die Wilhelm-Eichler-Straße, wenn da... Es ist sehr... Gehen wir nie rein, sondern stehen einfach davor. Es ist sehr gemütlich. Guck mal, da kommen welche. Hier. Ich glaube, wir müssen aussteigen. Ein paar Jugendliche gebracht. Oh, 43. Auch das Benni, noch. Sehr gut, du kriegst die Tütchen. Hallo. Wunderbar. 43 hier nochmal. Rick Valdez, du kriegst auch ein Tütchen. Absolut, absolut. Wow. Hier gibt es Geschenke. Ja. Hallöchen. Hallo. So, jetzt muss ich euch mal wieder mit. So, Freunde, habt ihr eine Frage an den Weihnachtsmann? Die ihr schon immer loswerden wolltet. Die wollen Selfies. Der Wunsch von meinen Eltern, mit den Geschwisterchen nicht in der Bühne nehmen. Das kann ich dir versprechen. So, also ja, nehme ich jetzt mal mit. Jetzt rutsch hier durch. Du willst zwar kein großer Bruder werden. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Vier Geschwister, das reicht mir. Das wäre dann das Fünfte. Genau. Ist es okay, wenn wir sind hier sozusagen live, ja, wenn ihr da so mit drauf seid? Wow, danke. Ja. Guten Abend hier da draußen. Ja. Wie viele Simon? Ja, einige, jetzt sind gerade ein paar weg, weil die traurig sind, dass sie nie 43. Doch, hier, ja. Also vorhin wollten alle ein Selfie mit dem Weihnachtsmann, aber das. Ja, ich komm her, ja, warte, ich komm zu na, euch. Ja, wann hat man schon mal die Chance? Euch. Hast du mein. So. Robert, man, du musst mal Telefon nehmen. Ja, ich kann gerade nie, weil oder bleib mit deinem. Selfie mit dem Weihnachtsmann, was der alles versprochen hat, dass ich jetzt Ärger kriege. Mutti hat gesagt, bring ein Foto mit. Das geht ab bei Instagram. Ja, so sieht das hier aus. Super. Der Star. Weihnachtsmann ist immer ein Star, bin ich fast ein bisschen neidisch. Jungs, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Noch ein paar Minuten bleiben wir noch. Ja, unsere Sendung ist auch bald vorbei. Sehen wir uns hier in 2 Tagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. In 2 Tagen auf jeden Fall, ne? Der Weihnachtsmann, der ist da. Warte nachts auf dich. Ja, hast du einen Kamin? Ja, tatsächlich. Na, dann komme ich da durch. Perfekt. Ja. Ist ein bisschen eng, aber... Ja, ist kein Problem für mich. Kriege ich schon hin. Ansonsten ziehst du mal von unten dann, wenn es wirklich problematisch wird. Ne? Schönen Abend euch noch. Euch auch. Euch auch, ja. Bleibt zuversichtlich. So. Wollen wir jetzt hier an dem Platz noch ein bisschen warten? Oder wollen wir noch mal vor hier fahren? Ich würde sagen, wir... Tja, Weihnachtsmann. Wir warten noch. Nein, wir warten mal 3 Minuten und dann fahren wir noch mal davor und dann fahren wir irgendwie wieder zurück. Und guck mal hier, ganz so mit entspannt dem, nach Hause. Hier, jetzt können wir hier so ein Bild machen, so angeleuchtet. Weihnachtsmann, guck mal hier mit dem... Wow, schau mal. Also schon mal vorab, falls irgendwie hier Schluss wird, ne, wir wünschen euch alle ein ganz wunderschönes Weihnachten. Ja. Darum geht es ja hauptsächlich. Ne? Seid lieb zueinander, lieb zu Mama, lieb zu Papa, lieb zu den Geschwistern. Mhm. Denk all die ganzen wichtigen Dinge. Ne? Denkt auch an diejenigen, die es vielleicht nicht so einfach haben. Genau, denkt an die 5 Milliarden Menschen, die es komplizierter haben als wir. Mhm. Aber macht einfach das Beste draus. Ja. Und immer mal Danke sagen. Danke, dass es uns so gut geht. Danke. So, naja, dann bringe ich einfach mal noch eine Frage in den Chat. Also wir stehen uns jetzt mal hier noch mal ein bisschen einen Baum ab. Die nächste Frage für den Chat, was haben wir denn hier noch? Ah ja, wir hätten noch, wie oft
putzt der Weihnachtsmann seine Zähne? Beziehungsweise hat er überhaupt noch welche? Egal. Also die Frage wäre ja, wie oft putzt der Weihnachtsmann seine Zähne? Ihr könnt jetzt reinschreiben. Es geht wieder hier um unsere Gewinntütchen. Und natürlich um Radebully Socken. Versteht sich von selbst. Ja, Radebully Socken. Der neueste Schrei nach Masken. So, wie spät haben wir es denn? Was sagt denn eigentlich die Uhr? Ich kann hier nie gleichzeitig alles... Die Uhr sagt 50. 50? 50 sagt die Uhr. Circa 730 Mal im Jahr. Im Jahr? Ach so, wie oft? Was war denn... Ach so, das müsst ihr jetzt nochmal, wie oft? Also schon am Tag. Also weil alles andere wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu rechnen. Na, 730, das sind zweimal am Tag. Naja, vielen Dank. Naja, Mathe ist eine Weile her. So, jetzt kommt hier dreimal am Tag. 729. Einmal muss er ja arbeiten. Ja? Das ist ein witziger Chat heute, muss ich mal sagen. Weißt du? Also 729 Mal, das heißt eigentlich jeden Tag zweimal, außer an einem Tag. Wahrscheinlich Heiligabend oder den Tag davor, je nachdem. Man weiß es nicht. So, vor und nach der Arbeit, also zweimal. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir lösen es gleich auf, schreibt das nochmal rein. Wir wissen ja, dass immer so ein bisschen Zeitverzögerung hier ist mit diesem Instagram-Zeug. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. 10 Minuten. Also ihr Kötschenbrot, der ist ja echt... Tote Hose. Ja, außer am Wochenende. Ja, habe ich gerade überlegt. Wir halten einfach davor. Ich habe meine Sonnenbrille nicht dabei. So. Naja, also wir leuchten jetzt mal hier, kurz lang. Schaut mal, wie schön beleuchtet es ist. Für alle die, die vielleicht nicht mehr in Radebeul wohnen. 6 Minuten pro Tag. Ach, jetzt geht es sogar schon in Minuten. 6 Minuten pro Tag. Und wir steigen mal ein. Wir Sag doch nochmal, dass Sie die Frage nie richtig gehört haben. Die Frage haben Sie nie richtig gehört? Nee, weil es ging ja auch noch darum. Tschüss! Ciao, macht's gut! Wir sehen uns in 2 Tagen. Na? 2 Tage. Weihnachtsmann. Ich war gerade überrascht, dass wir Sie in 2 Tagen wiedersehen. So. Ja, also das geht also, ja nochmal darum, ob der Weihnachtsmann ja überhaupt noch Zähne hat. Ne? Also eben. 520 Jahre abzüglich 200 Jahre immer Zähne geputzt, sind immer noch 320 Jahre, die da übrig bleiben. Also als Schlussfolgerung daraus ist folgendes. Jetzt schlussfolgert ihr das an, ganz einfach. Und dann sagt ihr, wie oft muss der Weihnachtsmann seine Zähne am Tag putzen. Daraus ergibt sich dann im Prinzip eine Zahl. Ich hänge fest an meinem Stock. Philipp schreibt gerade, den Weihnachtsmann gibt es ja eigentlich auch gar nie, also kann er sich ja auch gar nicht die Zähne putzen. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das kann nicht sein. Ja, also im Ansatz ja nicht schlecht, aber im Endeffekt Quatsch. Ja, also natürlich gibt es den Weihnachtsmann. Wer soll das jetzt hier sonst sein? Also Philipp, gib dir noch mal ein bisschen Mühe. Vielleicht kannst du auch ein paar Radebully-Socken gewinnen. Okay, also was haben wir jetzt hier noch? Das macht die Zahnfee. Ja. Er spielt mit Pfeffi. Also, wie gesagt, wir sind eine Jugendsendung. Ne? Jetzt haben wir hier noch eine Zahl. 379.600. Na, jetzt kommt Ingeborg von Schnabel noch dazu. Ich bringe mal schnell die Frage, wie oft putzt sich der Weihnachtsmann die Zähne? Es geht um Tüten mit Geschenken und Weihnachtslotterielosen und Radebully-Socken. So, was sagt die Zeit, Anne? Instagram ist ja immer nur eine Stunde. Mach mal wieder fester dein Ding und wir fahren noch weiter. Ne? 53. Okay, wir beeilen uns. Also, der Weihnachtsmann lässt putzen. Naja. Also, wenn wir im Auto sind, lösen wir auf. Halt! Oh, mein Stock! Scheiße. Ja, so lange habt ihr noch Zeit. Was ist dein Stock? Na, das war hier das Stativ. So, nimm deinen Stock. Komm mal hier rein. 970. 970? Gewinne haben wir noch genug. So, also ich muss euch jetzt wieder anschnallen hier. 970 kam gerade noch mal.
Ja, Albi, ich halt auch gerade zu. Also nochmal die Frage, wie oft putzt sich der Weihnachtsmann die Zähne? Das ist echt spannend. Wirklich eine spannende Frage. So, jetzt ist das hier alles schön mit dem Teser verklebt. Oh, leck mich, ey, was ist denn das hier? Soll ich das halten vielleicht? Nee, halten. Halten ist nicht. Aber du könntest ja derweile schon mal, also jetzt kamen so mehrere Antworten, wie oft du dir die Zähne putzt. Das kannst du ja schon mal erläutern und dann sollte ich fertig sein. Also mein letzter Zahn ist von einem Quacksalber aus Paris 1738 gezogen worden. Seitdem habe ich gar keine Zähne mehr. Bedeutet, wenn du keine Zähne hast, ne, habe ich mir dann, ich glaube 1998 neue Zähne machen lassen und die reinige ich natürlich regelmäßig, allerdings in der Geschirrspülmaschine. Das heißt, ich putze die Zähne eigentlich genau 0 Mal im Jahr. Ja, ich glaube, das war sogar dabei, Garni. Garni, Philipp, Garni, war das Garni? Garni war die richtige Antwort, wenn das gekommen ist. Ne? Philipp, solltest du jetzt gerade im Ratskeller sein, dann kommen wir zu dir, komm raus. Ich fahre jetzt los, mal gucken, ob hier Instagram noch das hier mitmacht, dass wir so lange live sind. Was macht hier diese Kamera? Also, Köttchen Bruder, war heute mal nichts. Warte mal, Philipp schreibt gerade, ich muss mal kurz anhalten. Entschuldigung, top. Bin ich. Philipp, komm raus. Wir haben für dich Radebulli-Socken, die hast du gewonnen. Also natürlich nie mit dem Statement, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt, weil das wirst du ja gleich sehen, sondern mit dem Statement, dass er gar nicht putzt. Also das ist wie in der Mathematik, der Weg hin, der war zwar jetzt vielleicht nie richtig. Der Rechenweg war scheiße, das Ergebnis war richtig. Ergebnis war richtig. So ist die Frage, aus. Wo hast du abgeschrieben? Ja. So. Ah, das kann man ja über mich mit Wikipedia auch nachlesen, da warst du einfach schlau. Ja, das ist, steht das bei Wikipedia, ja? Ja, natürlich. Wie oft natürlich. Du dir die Zähne putzt. Natürlich. Okay, na, nicht schlecht. Da steht auch drin, mit was für Nagellack ich meine Zähne lackiere. Zum Beispiel. Ja. Also liebe Freunde, falls wir jetzt wirklich abschalten irgendwann, weil uns Instagram rausschmeißt, wir wünschen euch. Also, Instagram, dass der Weihnachtsmann mal Instagram in den Mund nimmt, das ist schon auch stark. Instagram, also wir haben, es ist Instagram, hat uns wieder über den Tag gebracht. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten, gemütlich, friedlich, liebevoll, zärtlich, seid lieb zueinander. Grüßt eure Freunde von mir und den einen oder anderen werde ich vielleicht am 24. sehen. Ja, im Prinzip ist das Wichtigste. Das denken wir auch. Also ich und die Anne, meine ich. Alles entspannt. Wir hoffen, ihr macht euch eine schöne Zeit. Lasst das Jahr genüsslich ein bisschen ausklingen. Es war wahrscheinlich für die einen oder anderen genauso schwierig wie das letzte. Aber kann nur besser werden. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste, sagt die Anne gerade. Auf jeden Fall. Und Weihnachtsmann, vielleicht sehen wir uns ja in einem Jahr wieder. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das wäre echt stark. Hier steht der Blitzer, ja. So, Philipp, dann komm mal raus. Wir sind da. Ich kann ja hier nirgendwo parken. Fahr da drüber. Ja? Ist wieder alles zu. Komm mal hier. Komm mal hier. Sind wir live? Hey, hallo. Hallöchen. Hey. Habt ihr noch eine Frage an Weihnachtsmann? Könnt ihr die jetzt stellen? Wann schneit es endlich? Wann schneit es denn? Das ist ja wirklich eine gute Frage. Übermorgen. Übermorgen? Ja, kannst dich drauf verlassen. Wenn nicht, rufst du an. Mach ich. Ja, das ist für ihn. Das ist für ihn. So. Jetzt kommt der Rest noch. Anne, wir brauchen mehr. Ja, ich stehe ja schon. Ja. Nee, die haben nichts verdient. Die haben nichts verdient. Eine krasse Halterung. Achso. Ja, super, ne? Das ist hier Hightech. So. Wir haben nämlich gleich unser Internet vorbei. Hallöchen. Guck mal hier. Hier sind Lose drin von der Weihnachtslotterie. Radebeuler Weihnachtslotterie. Geil. Und dann hoffe ich, dass ihr das hier auch gewinnt. Na? Helge, ja. Hier, gib's mal drin. Rum. Lasst es euch gut gehen. Bleibt schön artig. Ne? Denkt dran. Kommt noch so eine Nase. Also, auch wenn der hier. Hast du noch eine Tüte? Auch wenn der Weihnachtsmann eine Sonnenbrille aufhat, der sieht alles, denkt immer dran. Ne? Ja. So, bitteschön. So, wir machen mal weiter. Schönen Abend noch.
Euch auch. Euch auch. Schöne Weihnachten, macht keinen Blödsinn. Genau. Nicht so wie der Weihnachtsmann, sonst müsst ihr auch so alt werden wie ich. Yeah, 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 yeah. Das hat sich doch gelohnt, jetzt habe ich nicht gesehen, ob jemand noch gekommen ist. So, in dem Sinne würde ich jetzt eigentlich den Chat fast beenden. Ich danke euch fürs Einschalten. Danke dir, Weihnachtsmann, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines engen Terminkalenders. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Jahr. Und die restlichen Tütchen, die bringen wir auf jeden Fall alle nochmal an euch ran. Wir danken den Sponsoren, das habe ich vorhin schon gesagt. Und jeder, der die Sendung nicht gesehen hat, der kann sie trotzdem nochmal nachgucken auf allen Kanälen. Ihr wisst Bescheid, Instagram. Hier ist der Nächste. Das ist der Weihnachtsmann. Guck mal. Ja. Der Weihnachtsmann, ich mache gerade deinen Job. Hast du noch eine Frage an den Weihnachtsmann, die du schon immer mal stellen wolltest? Nein. Ah, okay. Ein bisschen Süßigkeiten. Und Lose von der Radebeuler Weihnachtslotterie. Ich gucke euch, wenn ich nochmal kein gucke, ich immer Radebeul. Immer Mittwoch gucke ich euch immer. Geil. Sehr gut. Weiter so. Lass dir es gut gehen. Ey, kann man mal ein Selfie machen? Na klar, warte, ich komme raus. Von mir, Weihnachtsmann, gibt es Selfie. Was ist denn das hier? Immer diese Selfie-Zeit gerade? Also früher war das ja hier wenigstens noch mit Lied singen und sowas. Ich? Ja. Also, macht's gut. Wir müssen jetzt Selfies machen. Wir sehen uns nächste Woche. Komm her, hier. Schöne Weihnachten. Hier, rutschen mal hier rüber. Und lasst es euch gut gehen. Ciao. Es war mir eine Freude. Und mir erst mit dem Weihnachtsmann. Ich guck schöne Weihnachten. Nur jeden Mittwoch, wenn ich kann. Und dann guck ich euch so weit. Das klingt gut. Robert, fahr mal da drüber.